Hallo und willkommen zu einem weiteren Mod-Review, also weiterhin der Custom-NPC-Mod. Und heute werde ich euch die Funktionen Lines and Factions zeigen. Ja, fangen wir direkt mal an. Also ich habe gerade einen NPC erstellt und hier unter Erweitert gibt es diese Funktion Lines. Da gibt es jetzt zum einen die Word Lines, Attack Lines, Interact Lines und Curt Lines. Ich werde mal kurz hier noch Standing einstellen, damit der nicht immer abhaut. So. Gehen wir mal zuerst in Word Lines. Die Word Lines sind zu sagen, wenn du dich irgendwo auf der Welt befindest, dann wird der dir irgendwas sagen. Also, du kannst dich ewig weit weg befinden, er sagt dann zum Beispiel, Hi. Machen wir jetzt euer Format. Hi. Die Zeit kann man leider nicht einstellen, in der er das sagt. Der sagt das jetzt einfach nach irgendeiner Zeit. Mal gucken, ob wir es noch hören. Lalalala. Na, vielleicht sehen wir es ja nachher nochmal. Auf jeden Fall würde er jetzt immer irgendwann Hi sagen in der Zeit. So. Gucken wir mal zu den Attack Lines. Bei den Attack Lines, wenn der hier, der NPC, irgendwas angreift, dann wird er diesen Text ausgeben, als Beispiel. Ne, zu den Schwert. Ja, Schwertern. So. Nein. So. Genau, jetzt hat er Hi gesagt, wie man. Ja. Ich zeige natürlich mal wieder schlau, wie ich bin auf dem Bildschirm, was ihr jetzt natürlich wunderbar sehen werdet. Aber gut, dann stellen wir mal hier kurz noch bei den Jobs ein. Guard. Und stellen ein, dass er Animals angreifen soll. Und dann werde ich mal kurz ein Schwein spawnen lassen. Hier, schon wieder Hi. Also das ist, glaube ich, auch ziemlich zufallsgeneriert, wann er das sagt. Auf jeden Fall immer wird er irgendwann mal Hi sagen. So. Und jetzt hat er gesagt, zu den Schwertern. Und es hat wieder ein bisschen geruckelt bei mir, wegen PC, schon etwas älter und so. Aber ich denke mal, man hat es trotzdem erkennen können. So, dann stelle ich das hier mal wieder aus und wir kommen zu den Interact Lines. Hier ist jetzt standardmäßig Hello Player eingestellt, also Player ist die Variable für Spieler. Da wird dann der Name angezeigt, der den anklickt. Also statt zum Beispiel Hello Crypto könnte man dann schreiben Hello Player. Dann wird, wenn ihr die Adventure Map zum Beispiel weiter verschickt, wo ihr dann nicht wisst, wie der Name heißt, einfach Player schreiben, dann wird dann der Spieler gesagt. Wir schreiben jetzt einfach mal Moin. Ja, Mon, genau. Moin. Moin. Digga. So. Und wenn wir den jetzt ansprechen, sagt er entweder Hello Crypto oder Moin Moin Digga. Ist immer zufällig, was man jetzt nimmt. Man kann natürlich auch mehr nehmen, genauso bei den Angriffssachen. Kann man ja hier alles voll machen. Hier auch. Also könnt ihr echt ewig viel reinschreiben, wenn ihr wollt. Und das wird dann eben zufällig immer gesagt, irgendwas. Und bei Curt Lines, da stelle ich am besten jetzt mal bei den Werten hier 1 ein, damit es nicht so lange dauert. Respawn Time auch auf 21, genau auf 1. Und das stelle ich einfach aus, weil es besser aussieht. Und wir gehen bei Curt Lines rein und schreiben jetzt hier einfach mal, aua, das tut doch weh. Oh, genau. Und wenn wir jetzt töten, was natürlich nicht geht, weil er friedlich ist, dazu müssen wir erstmal hier, okay, dazu kommen wir jetzt sowieso gleich. Das mache ich jetzt einfach mal schnell und das hier gucken wir uns ja gleich sowieso noch an. So, jetzt ist er tot und jetzt steht hier, aua, das tut doch weh. Genau. So, und jetzt kommen wir zu den Fraktionen oder Faction, wie es hier steht. Das sind sozusagen die verschiedenen Fraktionen. Im Moment sind standardmäßig aggressiv, freundlich oder neutral. Bei neutral, da greifen sie einen nicht an, wir können sie aber angreifen. Bei freundlich greifen sie einen nicht an, wir können sie auch nicht angreifen. Und bei aggressiv greifen sie einen an und wir greifen sie nicht an. Doch, wir können sie natürlich auch angreifen. Das war jetzt gerade Quatsch. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz husten.
Ja, ich bin ein wenig heiser, wie man vielleicht hört. Also nicht heiser direkt, sondern ein bisschen erkältet. Aber gut. Dann gibt es hier noch Attack Hostile Factions. Hostile Factions sind sozusagen, dass sie sich untereinander angreifen. Also je nachdem, was man ausgewählt hat, kann zum Beispiel aggressiv auch neutral angreifen oder so. Könnte man zum Beispiel machen, wenn man als aggressiv das Player-Modell, gibt es ja so eine Art Wolf. Oder ein Drachen zum Beispiel. Und bei neutral kann man zum Beispiel, was weiß ich, irgendwas anderes nehmen. Irgendein Tier. Dann würde das zum Beispiel der Wolf, ich glaube, ein Schafsmodell gibt es gar nicht. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, der Wolf würde dann das Schaf angreifen. Das ist jetzt einfach mal so ein Beispiel. Und bei Defense Faction Members, die dann helfen die sich gegenseitig. Das sieht man auch bei Pigments. Wenn man einen angreift, gehen die alle auf einen los. Oder bei Wölfen. Das wäre dann hier genau das Gleiche. Genau. Und wie kann man jetzt eine neue erstellen? Dazu geht man hier auf Global. Factions. Und hier kann man jetzt, also hier ist nochmal die ganzen standardmäßig eingestellt. Was das hier alles bedeutet, das erkläre ich gleich nochmal. Wir fügen uns eine neue hinzu. Nennen die, was weiß ich. Test. Kreativster Name ever, aber egal. Hier bei den Color können wir jetzt eine beliebige Farbe einstellen. Und zwar über die Hexdezimalcodes. Da könnt ihr mal bei Google Hexdezimalcode eingeben. Gibt es ewig viele Seiten dafür. Wir nehmen jetzt einfach mal den von neutral. Oder ne, wir lassen ihn jetzt einfach so. Also das ist grün, es wird dann auch immer angezeigt, welche Farbe das dann ist. Können wir kurz versuchen, schwarz zu machen. Ich glaube, schwarz war das hier gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, weiß war das. Okay, dann lassen wir es weiß. Dann war schwarz wahrscheinlich. Das will ich jetzt mal kurz wissen. Genau, das ist schwarz. Dann lassen wir es jetzt mal schwarz wie die Nacht. Bei Points können wir einstellen. Hier unten sieht man ja eine Leiste. Unfriendly 500, neutral 1500 und friendly. Das heißt, je nachdem, welche Punktzahl man hier einstellt, ist es dann entweder unfreundlich über neutral bis freundlich. Im Moment wäre der hier bei neutral, weil er zwischen 500 und 1500 liegt. Und irgendwie ist das so, zumindest Standard auf der Seite. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Wenn man mit denen interagiert, beziehungsweise Quests erledigt, wie das funktioniert, zeige ich wahrscheinlich dann im nächsten Tutorial oder in einem der nächsten Tutorials. Und dann sollen sich unser Wert auch ändern. Je nachdem, wenn wir sie töten, dann wird uns eben dieser Wert hier abgezogen und wir rutschen in dieser Skala runter oder hoch. Das hat bei mir aber noch nicht funktioniert gehabt, deswegen denke ich mal, dass das noch in der Entwicklungsphase ist. So, und hier unten bei Hostile Factions können wir einstellen. Zum Beispiel können wir ja mal unseren Spieler einen aus dem Freundlichen angreifen lassen. Also sozusagen hier kann man einstellen, wer angegriffen werden soll. Dann stellen wir jetzt hier noch bei Erweitert, bei Factions, unsere neue Testgruppe ein, stellen hier Attack Hostile Factions ein. Jetzt hat er hier einen schwarzen Namen. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und jetzt erstellen wir uns hier noch einen neuen. Und da die voreingestellt sind, ja, wird er den jetzt immer wieder angreifen. Das Problem ist allerdings, dass der hier nur ein Leben hat und deswegen nie eine Chance haben wird. So, das können wir jetzt mal schnell ändern. Ich resette mal kurz. Stell bei Werten ein, hier 20. Und jetzt können wir uns das mal anschauen. So, jetzt wäre zum Beispiel der gestorben. Ja, das war es eigentlich auch schon zu weit zu diesen Tutorials. Ich gucke nochmal kurz, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube nicht. Nope. Okay, das war es auch mit diesem Tutorial. Mal eins, was nicht so lang geworden ist. Es tut mir leid, dass die restlichen so lang geworden sind bisher. Aber es gab so viel zu zeigen und sonst was. Ich versuche es ja schon so kurz wie möglich zu halten. Und ich versuche bis bei 10 Minuten aufzuhören. Und in der Zeit erzähle ich noch. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter.
dann schreibt doch bitte in die Kommentare, was ich besser machen kann. Das hilft dann nicht nur mir, sondern auch euch, weil dann könnt ihr, dann wisst ihr nämlich, dann weiß ich nämlich, was ich besser machen kann und dann kriegt ihr qualitativ hochwertigere Videos. Genau. Ja, das war's mit diesem Video. Jetzt ging es doch schon mehr als 10 Minuten. Na egal. Und tschüss.